Ich sage mal wieder, herzlich willkommen zu einer Runde FIFA 13. Ich drücke mal weiter, um hier wieder Kräfte zu sammeln. Um hier, ja, endlich mal wieder zu gewinnen. Also Platz 12, da bin ich nicht unbedingt glücklich. Nur 2 Punkte hinter Hertha BSC Berlin. Also da geht noch was. Deswegen gehe ich erstmal ins Teammanagement. Hau hier Seebacher raus. Weil der kann mich mittlerweile kreuzweise. Steinhardt, Linksverteidiger. Für Feig bitte mal. Nee, ich bringe den hier rein. Steinhardt, komm raus. So, Schulz kommt auf diese Position. Dann brauchen wir noch ein paar Mittelfeldspieler. Birovka hätten wir auch noch zur Verfügung. Merkel, Pirovka, Vollmann. Vollmann hat mir gefehlt. So, Tomasov haben wir drin, Linksverteidiger, 2 Stück sogar. Steinhardt und Feig. Steinhardt kommt raus für linkes Mittelfeld. Belaunt, was machen Belaunt da unten? So, für Ofrata kommt Belaunt. So, dann hoffe ich, dass wir die Mannschaft jetzt richtig eingestellt haben für die nächste Begegnung gegen Schalke. Also da hoffe ich mal auf was Gutes. So, unentschieden gegen Mainz, Sieg gegen Hamburg, Niederlage gegen Dortmund. So, und sie haben einen Verletzten. Ist ja mittlerweile schon fast standardmäßig, dass jeder einen Verletzten mindestens drin hat. So wie es aussieht. Ach nö, das schon wieder. So, das kriege ich ja wieder nicht hin. So. Ah. Da könnte ich normalerweise Punkte machen, wenn ich es hinbekommen würde. Aber tue ich ja nicht. So. So, 500 Punkte schon mal. Hoppala, das war nix. Hallo, ich bin da durchgelaufen. Dann komme ich halt nochmal so durch, danke. So, probieren wir das hier mal. Ich komme hier nicht über beide rüber. Quasi unmöglich. So, aber jetzt hier. Mit Schnelligkeit bitte. So, da sind wir durch. So. Er schießt drüber. Ich werde nicht mehr. Aber eine neue Bestleistung. Wir brauchen nur 8000 Punkte bei der Übung. Wir müssen nur schneller werden. Dann geht das schon. Ah, dann starten wir das Spielchen. Gegen Schalke. Ich bin gespannt, ob das hier heute wieder mal ein Sieg für 60 wird oder nicht. Es würde mal wieder Zeit werden. Es wäre an der Zeit. Ich weiß mittlerweile schon gar nicht mehr, was ich mit der Mannschaft tun soll, dass die mal wieder hier ordentlich gewinnt. Oder ich hier einfach besser spielen. Ja, dann das nächste. So, gut getrennt. So, Schulz. 60 braucht Punkte. Und das dringend. 60 darf es einfach nicht verlieren, hier zu siegen. So. Schön gemacht. So, wohin mit dem Ding? So, Belaunt ist mitgegangen, das ist schön. Ich drehe mich hier immer so oft. Ich weiß aber auch nicht wieso. Um Zeit zu schinden. So, Belaunt zieht einfach mal ab. Aber ohne großen Erfolg. Da haben wir ihn auf dem falschen Fuß erwischt. So wie es aussieht. So, Schalke kommt.
Hier ran. Einwurf Schalke. Lassen die hier voll voll. Ja, wie soll man sagen? Rauslaufen. Schön gemacht von mir. So. Nächste Aktion hier bitte. So, Blauend wird hier übelst gestört. Kommt natürlich nicht mehr zum Passen. Anständig. So, jetzt komm schon. Oh, da ist abgepfiffen worden. Foulspiel. Von wem, weiß ich gerade nicht. So, komm Ospina, wirf das Ding hier raus. Ah. Leider wieder zum Schalker hingegangen, der Ball. So, abgelenkt. Richtung aus. So. Weg mit dem Ding. Weg, habe ich gesagt. So, da spielt der Schalker zum Glück daneben. Nebers Tor. So. Wieder Spielaufbau hier. Vielleicht kommen wir ja anständig durch hier. Hier mit Weimann oder Belaunt. Aber so wird es natürlich nichts. So, schöner Fehlpass von Schalke. Da ist das Ding drin. Weimann zum 1:0 in der 23. Minute für 60. Wunderschön gemacht. Aber auch mit ein bisschen Glück, da 60 hier diesen Fehlpass in der Abwehr produziert hat. Da können wir, so können wir aufbauen. Da können wir noch mehr damit machen. So. Den hat unser Verteidiger ins Ausgespielt. Nee, das ist Ecke. Da gucke ich erstmal blöd. So. Weiter geht's, Rodriguez. Lauf, Junge, lauf. Zu Weimann, aber der kommt nicht ran. Richtung Weimann, um ehrlich zu sein. Dann mal ehrlich gesagt. So. Kommen wir hier jetzt endlich mal wieder an den Ball. Schalke versucht es mal wieder. Hier Richtung Tor. Oh, hoffentlich nicht Elfmeter. Nee, danke. Stell dich dazu. Ospina hat das Ding. Hat er sich nicht beunruhigen lassen. So. Ospina hält unser 1:0 fest. So, Schalke mit der nächsten Ecke. Zwängt sich hier durch. So, Ospina muss sich nicht mal lang machen für das Ding. So. Ospina drescht das Ding hier vom Abstoßpunkt, Platz weg. So. Schön gemacht, schöne Abwehrarbeit und das schon früh. So, nächste Aktion hier, der 60er. Eine hin und her gehende Partie mal wieder. Alter, wieso fängt es jetzt ruckeln an? Das ist ja sehr störend. So, Schalke mit Einwurf. Schnell ausgeführt. Gar nicht lange gewartet. Damit sich 60 hier nicht richtig formieren kann in der Abwehr. Das ist auch der richtige Spielzug gewesen, um ehrlich zu sein. So, schön. Schulz hat das Ding. Auf Weimann. Draußen läuft Halfa. Ganz unbeobachtet und frech. Ah, da! Es gibt's nicht. Das gibt es nicht. So, schön gespielt. Ha, wer hat hier hingestupst? Schubst hier Halfa, dass er den Ball ins Aus spielt. Ja, ein paar gute Aktionen haben wir jetzt schon. 4 Minuten Nachspielzeit in dieser ersten Hälfte schon. Ist ja krank. So. 60 hat nochmal die Möglichkeit. Oder auch nicht.
Schalke macht es jetzt zunichte. So, Halfa hat sich das Ding geschnappt. So, nächste Aktion für 60. Die im Sande verläuft. Hilft ja nicht, kommt vor. So, weiter geht's. Zweite Halbzeit. 60 liegt immer noch 1:0 vorne. So wie man das gerne sehen. Alaba hier auf dem linken Flügel. Läuft und läuft. Bringt die Flanke. Kopfball. Nee, komm mal nicht hin. Ah, da hätte ich mal eh abziehen müssen. Das war natürlich scheiße. So, formiert euch mal, Leute. Nicht, dass ihr ein Ding reingehämmert bekommt. Oh, Ospina hält immer noch das 1:0 fest. Nächste Ecke für Schalke. So, weg mit dem Ding. Raus auf Alaba. Der läuft hier gut. Drängelt sich hier durch. Trotz gegnerischem Einfluss. Der Pass hätte eigentlich nicht dorthin gehen sollen, aber Alaba wurde wohl zu sehr bedrängt von dem Schalker. Da geht der Schalker durch. So, komm schon. Schulz hat das Ding. So, schön hier. Jetzt aus der eigenen Hälfte hier raus kombinieren. Sich die Lücke suchen. So. Irgendwie Blount hat heute auch nicht unbedingt den Drang, wenn er den Ball verliert, dass er hier nochmal nachgeht. Der ganzen Sache. Das ist natürlich schade. Alter. So, Ospina hat das Ding. Sicher. So, weiter geht's. So, Rodriguez. Ah, zu weit weg vom Strafraum. Probiert hier die Flanke reinzuschlagen. Hilft ja da nicht. So. 60 kämpft hier noch weiter, verbissen um das nächste Tor. Das will sie natürlich auch wollen. Schalke kommt hier schon wieder. Gefährlich. So. Aber kein Thema bis jetzt. Wenn hier nicht Ungereimtheiten schon wieder hier im 16er vorgehen würden. So. Nächste Aktion hier. Nein, da kommen wir nicht durch. Leider, leider. Das ist natürlich bitterlich. So. Schalke kommt hier schon wieder ans Tor ran. Mann, geht halt mal dem Ball nach. Und nicht so lapidar. Immer nur ein bisschen hingespielt und dann Ende. So, Teammanagement, Kader. Wie sieht's mit meinen Leuten aus? Bis auf Blount sieht alles eigentlich relativ gut aus. Deswegen tue ich noch einen Offrater für die letzten paar Minuten rein. Für letzten 15 Minuten. Oh. Schalke probiert's mit allen Mitteln, dass sie hier durchkommen. Beide Mannschaften wechseln. So. 60 baut sich hier nochmal was auf. So, Rodriguez kämpft heute wirklich um die Bälle. Das gefällt mir. So, nochmal zurück zu Rodriguez. Rodriguez! Au, am Tor vorbei. Ganz knappe Kiste. Wäre die Möglichkeit gewesen für ein Türlein wieder. So, komm. Schalke wechselt nochmal. Hoffmann gegen Pucki. Also Pucki raus, Hoffmann rein. So, 60. Glüht hier förmlich. Schalke natürlich auch. Diese Partie ist ja an Spannung nicht zu übertreffen fast.
So, Halfa fordert den Ball. Kriegt ihn aber nicht zu fassen. So, Schalke mit der nächsten Aktion hier. Vorm Tor der 60er. So, aber der geht gepflegt ins Aus. So, Schalke wechselt das letzte mögliche Mal. So. Raus auf Alaba gespielt. So, Ofrata. Zu Halfa. Halfa immer noch im Ballbesitz. Ah, kommt man nicht durch. Schön geköpft. Waldmann, versucht's mal. Weimann, nicht Waldmann. Entschuldigung. Habe ich einen Arbeitskollegen mit reingebaut. Aus Versehen. So, komm schon. Versucht hier was, Leute. So, 2 Minuten Nachspielzeit. Nicht jetzt nachsichtig werden. Schalke kommt hier schon wieder mit der nächsten Aktion. Um die Ecke. So, Befreiungsschlag der 60er. Mit guter Annahme. Ah, aber Schalke holt sich den Ball. Aber das ist uns egal. Der Schiri pfeift ab. 60 gewinnen. 1:0 hier. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage ciao, bis morgen.